Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Sibasusum. Ja, heute mache ich schnell mal eine Folge ohne den guten Jürgen, denn ich wollte nochmal schnell ein bisschen was klarstellen. Gut, was heißt klarstellen? Ich habe aus Versehen ich habe das Programm richtig eingestellt gehabt, aber man hört Jürgen gar nicht und das regt mich so auf. Deswegen habe ich jetzt nochmal eine Testfolge gemacht, ich habe den Sound jetzt mal ein bisschen verändert. Hoffentlich hört man mich jetzt auch nicht mehr ganz so laut, weil irgendwie hat sich das alles verstellt. Ich weiß auch gar nicht warum. Da muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, warum sich das alles so umgestellt hat, weil ich habe ja auch mit der Novi schon aufgenommen gehabt. Und da war das war Folge 8. Genau, Folge 8 muss das gewesen sein, wo ich das erstmal mit der Elgato mit ihr aufgenommen habe. Da war der Sound gut, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen was verstellt. Und jetzt müsste es eigentlich super laufen. Müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt vorhin mit im Discord auch mal ein paar Testaufnahmen gemacht. War alles gut. Und ich dachte mir, wenn ich sowieso dabei bin beim Testen, dann kann ich auch gleich nochmal hier eine Folge ein bisschen aufnehmen, dass wir nochmal das Feld runterkriegen, dass wir dann, wenn wir das nächste Mal mit unserem Helfer Jürgen, den habe ich heute ja, wie gesagt, er ist heute leider nicht dabei. Er hat heute frei bekommen von mir, muss auch mal ein bisschen frei haben, hat genug geschuftet, Feld 6 hat er komplett runter gedrescht. Da dachte ich mir, ja, kann ich auch mal was machen noch. Was heißt was machen? Ich habe ja nebenbei auch was gemacht. Wir haben in der Zwischenzeit, das kann ich euch mal schnell zeigen. Ach so, wir springen. Wo springen wir denn hin? So, okay. Wo ist er denn? Ach, der steht ja hier. Da müssen wir einen Moment. Springen wir in den rein. So. Wir haben das komplette Feld 6 abgeerntet. Also der Mais ist weg. Das haben wir offline weitergemacht, weil wir haben 4 Folgen schon mit verbracht, den Mais abzudreschen, wegzubringen. Ich habe in der Zeit, wo Jürgen fleißig war, das Feld abgemäht hat und ich ab und zu abgefahren habe, habe ich alle Ballen ins Lager gebracht. So, dann wollen wir mal kurz hinlaufen. Es sind alle Ballen drin, ihr seht es. Es ist leer, das Feld. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Ballen es geworden sind. So, ihr seht es, das ist ein Haufen. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 Haufen A4. Das sind 20. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5, das sind 100 Ballen. So, 100 Ballen, da haben wir ja 105 Ballen, 105, 107, 109, 111, 113 Ballen haben wir aus den zwei Feldern, aus Feld 8, wir gucken einfach mal, aus Feld 49 und 48 bekommen, 113 Ballen, das ist schön. Da könnten wir vielleicht nochmal ein paar Ballen mit reinstapeln, müssen wir da mal sehen. Ja, das ist soweit, wir haben vor, da Jürgen jetzt wahrscheinlich öfters immer mitspielt, wenn wir Zeit haben, wir müssen auch beide Zeit finden, wenn wir aufnehmen können, kriegt er seinen eigenen Hoftraktor, da wollen wir nochmal gucken, da kriege ich jetzt noch die Tage ein paar Mods, die werde ich mit draufschmeißen. So, genau, den wollte ich nochmal zurückgeben. Der wird zurückgegeben. Es werden auch ein paar Maschinen halt flöten gehen, die wir nicht mehr so brauchen, aber mal, den brauche ich glaube ich gar nicht hier so abstellen. Da kann ich auch einfach Garage gemietet zurückgeben, genau. So, wir wollten auch den hier verkaufen, weil das macht keinen Sinn mit denen hier, den schmeißen wir weg. Da holen wir uns vielleicht nochmal ein T4 Bus oder T5 oder irgendwas hatten wir da auch noch. So, und verkaufen, den verkaufen wir auch. Und was auch flöten geht, ist der Kollege. Ich habe leider gerade kein Curseplay aktiviert, sonst hätte ich den weiter dreschen lassen. Aber egal, dann machen wir das mal kurz so. So. Weil ich find den schön, den MB-Truck. Er hat auch Sound, er hat auch Power zum Ziehen, aber er ist so schwerfällig. Und da wir auch eine neue Spritze dazu nehmen, weil was bringt uns der MB-Truck, wenn wir den MB-Truck nicht mehr haben und diese gute Spritze dazu, also werden wir sie auch verkaufen. Ich weiß, wir haben sie gekauft, nicht einmal in Einsatz gesehen, aber dafür kriegen wir eine neue schöne Spritze. Ich glaube, Jürgen hat, was er sagt, von einem alten DDR-Mod, den wir testen werden. Also ich finde, also von drin sieht der MB-Truck echt geil aus, vor allem auch die Beleuchtung, muss ich sagen. Aber
Ich finde ihn so schwerfällig, auch für Hofarbeiten und. Ah. Ja, aber die Spritze sieht auch geil aus. Ne? Hat auch verschiedene Düsen drauf. Ah, das ist echt schön. Aber wir bringen es weg. Dann haben wir ein bisschen Geld noch über, was wir dann ein bisschen. Wir wollten uns. Was wollten wir denn kaufen? Jürgen wollte sich einen Trecker kaufen, glaube ich. Ein Fendt war das. Was auch mal schön ist. Da haben wir einen Fendt mal im Spiel mit drin. Wir wollten ein Düngerspritze hatte er auch. Die wollten wir uns auch holen. Wir wollten Dünger neu mischen. Und ich glaube, eine neue Sämaschine. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber da werde ich nochmal genau gucken. Ja, so ist der Stand. Es tut mir echt leid, dass ihr 4 Folgen fast Jürgen gar nicht hört. Wir vielleicht drehen wir es nochmal neu, weil ich drehe es jetzt gerade, wo ich es gehört habe, die Folge. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist zu viel Arbeit, das nochmal zu machen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, ach, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Ja, das. Ich finde das echt ein bisschen doof. Ja, da muss ich mir echt Gedanken machen. Vielleicht nehmen wir es nochmal neu auf. Da muss ich nachher nochmal mit Jürgen sprechen. Aber wenn sowas klappt, wenn sowas nicht klappt, das regt mich total innerlich auf. Weil es ging einfach mal und dann kam ein Update und dann war irgendwie alles auf einmal verstellt. Das ist echt blöd, ist sowas. So, komm, verkaufen wir den. Dann müssen wir nochmal kurz weg. Ein paar Spritze verkaufen wir auch. Sehr schön, haben wir mal wieder ein bisschen Kohle. Du kannst mal wieder, dich können wir nochmal schnell zum Hof fahren. Zack, da drehen wir nochmal um. So. Okay. Und los geht's. Tschalalala. Ja. So. Ja, was gibt's denn uns Neues? Ja. Ihr seht es. Wir sind jetzt dabei, das letzte Feld noch abzuernten. Und wenn das abgeerntet ist, dann fangen wir an mit der Feldarbeit, dass wir. Wir können ja wahrscheinlich dann auch parallel auf Felder arbeiten. Das ist ja das Gute. Jürgen ist fleißig am Helfen. Er kennt sich sehr gut aus. Er spielt seit LS13. Ich habe mit LS15 angefangen. Er hat mich auch dazu gebracht. Er hat davon voll geschwärmt auf Arbeit. Da habe ich mir geholt und war sofort hin und weg. Ja. Mal gucken, wir fahren nochmal in den guten. Das müsste der 661er sein. Genau, den können wir aber auch gleich mal waschen. Ne? Der muss auch mal gewaschen werden. So, düsen wir mal hin. Ja, 43, ne? Das ist. Unser LKW fährt 82, das ist fast das Doppelte. Naja, ist ja auch ein Trecker, ne? Gucken wir von innen. Aber der ist. Ach, der ist standardmäßig drin. Der hat ja auch gar keine IC und sowas. Egal, den waschen wir gleich mal. Dann wird auch sauber. Ah, man sieht unsere neue Halle, ne? Die andere grüne, die habe ich doch weggemacht. Da hätte ich auch gar nicht, glaube ich, doch, hätte ich wahrscheinlich alle Ballen mit reinbekommen. Aber das war so ätzend, weil das so rund war und ich so eine hohe Ballengabel habe. Gut, da benutzen wir jetzt auch eine neue. Aber das ist okay. Es ist ein Unterstand, wenn es drauf regnet. Von vorne trocknet es halt ein bisschen. Der Regen läuft ab. Ist okay. Ihr seht es, das Feld ist leer. Bis zum letzten Maiskorn ist das Feld leer. So, dann können wir mal hier rauffahren auf unseren Hof. Mal ein bisschen ranzoomen. So, und dann fahren wir mal hier vorne hin. Dann waschen wir den guten mal. So, dann nehmen wir mal die Spritze. So, und dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal ein bisschen sauber machen. Sprit, Sprit, Sprit. So. Und noch das Gewicht. So, ist er sauber, der ist sehr schön. Dann könnten wir ihn. Wollen wir ihn hier hinstellen? Wo stellen wir die eigentlich hin? Ich habe noch gar keine Ahnung, wo wir die ganzen Trecker hinstellen können. Wir lassen ihn jetzt einfach nochmal hier. Genau so. Genau, dann machen wir hier nochmal kurz weiter. Moment.
So, und zack, weiter geht's. Ist er an? Ja. Dann machen wir und rum um die Kurve. Machen wir einmal erstmal das Vorgewinde. Na, und dann müsste es eigentlich erstmal, haben wir dann wahrscheinlich genug Mais, würde ich sagen. So, zack, an kurz. Und ich glaube, da haben wir genug Mais. Ich glaube, nächstes Mal wollten wir Soja anpflanzen, aber ich glaube, das habt ihr gar nicht so gehört. Ah, weil Jürgen so leise war. Da bin ich noch am Überlegen, was wir da machen. Vielleicht nehmen wir es auch nochmal neu auf, dann seht ihr die Folge auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss es mir nochmal, muss mir nochmal Gedanken machen. Oh, aber es sind halt 3 Stunden Spielzeit, die dann weg wären. Das, also nicht 3 Stunden Spielzeit. 1 Stunde. Gut, wir haben auch so nebenbei immer ein kleines bisschen weitergemacht, dass ihr nicht das die ganze Zeit das gleiche seht, aber das wäre echt doof, wenn das alles weg wäre. Wir lassen das einfach mal, ich höre mir das nochmal an und dann gibt es halt ab jetzt dann die besseren Folgen mit besser Sound. Ist es ja auch alles, ich bin ja auch jetzt, sagen wir mal, ich bin noch kein alter Hase in den YouTuber-Aufnahme-Streamer-Business, ihr wisst es. Ich habe mir jetzt Elgato gekauft, deswegen muss ich mich wieder ein bisschen reinfuchsen. Ich mache es nicht mehr über OBS, sondern direkt über die Elgato mit dem passenden Programm dazu. Deswegen ist... Ihr merkt es mittlerweile, es regt mich voll auf, weil ich mache gern Sachen, ich zeige euch gern auch nur Sachen, die mir zu 100% gefallen, aber diese Aufnahmen gefallen mir nicht zu 100%. Das Blöde ist, mit der Novi ist das auch so, und bei WoW können wir es halt nicht rückgängig machen, das ist halt ein bisschen doof. Und ich bin auch teilweise zu laut gewesen in manchen Aufnahmen, das verstehe ich nicht. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht, da lief das alles, ja, und dann auf einmal war alles weg. Ja, wir müssen es mal gucken. Ich höre mir dann diese Aufnahmen auf jeden Fall auch nochmal an, ob das alles so passt. Wir sind voll, ne? Okay, check, dann fahren wir mal kurz so. Machen wir das mal auf. Wir fahren ja auch nicht durch die Frucht, das wollen wir ja nicht so. Genau, dann nehmen wir dich mal. Hier vorne stehen wir doch gleich. Ja, komm, dann können wir hier mal lang. Na komm hier. Am Feld lang, nicht so sehr durch die Frucht, bitte. Rum. Oh, Schräglage, die totale. Hoffentlich kippen wir jetzt nicht um. Hier haben wir noch so viel Mais geladen, ne? Wow. So, ein bisschen zurück. Wow. Und reicht das? Reicht das schon? Reicht das? Sehr schön. Ja, dann entlade dich mal, das finde ich sehr schön. So, dann kann ich auch schon mal gleich wieder in den springen. Da haben wir die Runde noch, haben wir schon mal was geschafft. Das Vorgewinde haben wir dann schon für den Jürgen vorbereitet. Dann bräuchte er nur wahrscheinlich noch einmal rum und dann kann er schon hoch und runter düsen. Das ist schon mal schön. Ich habe euch aufgeklärt, warum der Sound so doof war. Das regt mich einfach. Ich schreibe es nochmal in der Infobox. Ja. Und da können wir schon weiter. Den können wir schon mal anmachen und dann können wir direkt weiter starten. Ach, 41 noch. Ah, das ist nicht so schlimm. So, kommen wir raus hier aus dem Loch und dann geht es gleich weiter in den Mais. Ich weiß gar nicht, wie viel Mais wir wirklich schon eingelagert haben. Da lasse ich mich überraschen. Wenn wir alles eingelagert haben, weil Schweinefutter, das haben wir auch schon 40.000 Liter zubereitet herstellen lassen. Das müssen wir auch noch abholen. Da muss ich mir noch mal einen Kopf machen, wo wir das lagern können. Da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher. Oder ob wir da eine kleine Schubhalle bauen, wo wir da alles so reinkippen. Aber die Kollision, da weiß man nicht, ob das die immer die besten sind. So, hier fahren wir auf einmal auf jeden Fall geradeaus, dass wir dieses kleine Stück da unten wegkriegen. Genau, hier fahren wir jetzt geradeaus. Dann machen wir Jürgen das kleine Stück hier noch weg und dann passt das. So. Ist doch ein bisschen mehr. Ich dachte, das geht einfach gerade hier. So, genau. Dann machen wir Jürgen das Stück noch weg und dann bräuchte eigentlich nur noch
hoch und runter düsen. So, dann fahren wir mal. Das war zu weit. Schaffst du es? Schaffst du es? Ja, klar. Der gute Klaas Dominator, der hat auch Power ohne Ende. Ja, wir haben auch schon mal darüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob der das alles so gehört hat. Ach, das kotzt mich so an. Wir haben auch darüber geredet, was unser Plan ist. So, man hört es teilweise ganz leise. Aber hört einfach nochmal selber rein. Ich muss da nochmal doch mal. Vielleicht drehen wir es doch. Ach, ihr merkt es. Es stört mich wirklich. Das kotzt mich total an. Wenn was nicht klappt, wie ich das möchte. Vor allem bei den Aufnahmen hier, wo ich mir auch echt Mühe gebe. Wow. Das ist ein kleiner Berg. Wo ich mir echt Mühe gebe und dann klappt das nicht. Das regt mich innerlich total auf. Ja, muss ich nochmal sehen. So. Mal gucken. Jetzt fahren wir hier einmal eine Runde. Und dann machen wir die Ecke hier noch hoch und runter. Dann braucht er sich hier nicht abquälen. So, und zack. Und zurück. So, und rein geht's. So, genau. Ja, dann wird's heute doch mal eine kleine, bisschen längere Folge. Ist auch nicht ganz so schlimm. Da überziehen wir heute mal ein bisschen. So, fahren wir mal kurz so einen Halbkreis. So, und zurück. Und wieder vor. Da müssten wir, glaube ich, noch einmal runterfahren. Vielleicht noch einmal hoch. Ja, einmal müssen wir nochmal hochfahren, glaube ich. Das passt nicht ganz. Nee, das passt nicht ganz. So, und rum um die Kurve. Fahren wir nochmal ein Stück zurück. Und... nee, das reicht nicht. Da müssen wir doch noch einmal hochfahren. Aber vielleicht nicht das Ganze. Ah, bleibt doch was stehen. Wir fahren doch lieber weiter ein bisschen rechts. Ein bisschen weiter nach links. Dann nehmen wir jetzt noch die Spur mit. Und dann haben wir es auch geschafft. Und Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Und volle Power. Das ist sehr schön. So, und... durch die letzten Reihen meist. Den Rest lassen wir für Jürgen. Da haben wir schon mal ein bisschen was vorgearbeitet. Das finde ich gut. Dann haben wir auch noch mal wieder Mais gedrescht. Haben wir zwar auch schon in der Folge. Aber ihr wisst es, es ist ein Simulator. Da muss man halt mehrere Sachen mal gleichzeitig machen. Öfters. So, auf jeden Fall haben wir damit die Folge abgeschlossen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, entweder kommt diese Folge online oder wir drehen den Rest noch mal. Ich muss es sehen. Ich danke euch auf jeden Fall. Auf Wiedersehen und tschüss.